Hallo liebe YouTube-Gemeinde! Ich bin euer Zockkopf, ich höre was knurren. Wir sind back. Wir sind wieder back. I am back. Wir sind zurück. Reason 3, Titan Lords. Und ich bin ein Magier. Oh, hallo Affe. Ganz ruhig, Affe. Er ruft seine Freunde. Da kommen jetzt sicher eine Menge Affen. Mach einen Affen, ja, mach ihn mal, ja. Töte den Affen. Du, wem hast du was gezeigt, ha? Er zeigt ihn mal her. Was zeigt er her? Oho, was ist da? Wo wollte ich denn hin? Gott! Oho. Achso, den habe ich schon erledigt. Oho, Silberrücken, King Kong. Hallo, King Kong. Wir machen King Kong Meier. Mach mal King Kong Meier. Oh, beruhig dich, King Kong. Du, Bouncy. Du machst King Kong Meier. Deine Größe ist auch deine Schwäche, du Monster. Du Monster, hör auf, Bouncy. Nein, warum kommt er zu mir? Hör auf. Komm schon. Au. King Kong. No. Oh. Die hat gesessen. Es leckt herum. Das finde ich gar nicht toll. King Kong, es ist dein Ende. Es leckt extrem. Wieso leckt das so? Es leckt. So, genau. Zu ihr wollte ich. Ich denke, ich habe Äffchen. Hey, was machst du da? Ich denke, es leckt schon. Oh mein Gott, was soll denn das? Ich musste noch. Was? Die sucht nach Gold. Ganz cool, der Magier, aber ich bin ganz cool. Hallo. Was das Zeichen der Freundschaft angeht. Was das Zeichen der Freundschaft angeht. Ich habe es. Na? Ich muss die kaufen. Ich hab gedacht, ich hab schon. Ja, kaufen wir's. Hier, 700 Goldmünzen. Das sollte ausreichen. Tabonga Gutscho. Asali wird Zeichen akzeptieren und die Hike werden es anerkennen. Gaia wird von nun an für alle sorgen. Tabo Gutschos! Nehmt so viel Wasser, wie ihr tragen könnt. Gaia ist euch wohlgesonnen. Na, Gutschos. Dankt mir, Magier. Eines Tages, du wirst sein starker Chaka von Gutschus. Aha, mein Chaka ist schon stark. Nee, nicht das, was ihr denkt. Ja, nehmt das Wasser. Mann, geh jemand anderem auf den Sack. Mann. Echt, da war ein Buch, oder? Ja, jetzt habe ich da was erfüllt. Irgendwas Tolles? Krieg ich jetzt was Tolles? Ist es jetzt vorbei? Haben wir es geschafft? Bin ich jetzt der Held? Bin ich jetzt ein Held? Ich denke, ich bin ein Held. Oh! Er riecht an den Fingern, er kratzt sich. Oh, er steht auf. Was ist hinter ihm? Ein Jadestein, denke ich, ist das. Ja, den kann er sich kalten. Den nehme ich ihn jetzt nicht weg. Er ist so böse. Okay, mit den Äffchen möchten wir keinen Streit. Hey, es hängt. Oh mein Gott, Freunde. Das ist aber nur, wenn ich aufnehme. Ich verzweifle schon langsam. Ich habe noch immer kein Boot. Ich habe noch immer eine Schalluppe. Das ist nicht toll. Aber ich habe sicher Proviant. Ich habe hundertprozentig Proviant. Na, was ich sag. Oh yeah. Okay, ja, der ist jetzt unsichtbar. Dopp, da ist er. Da ploppt er auf. Hallo. Was machst denn du da? Ja. Was ist los mit dem Spiel? Was das Wasserproblem angeht. Das Wasserproblem ist Geschichte. Die Eingeborenen greifen euch nicht mehr an. Beim Klabautermann. Das ist ja ein Ding.
endlich keine Speerspitzen mehr, die auf einen gerichtet sind. Dann wird der Rum bald wieder fließen. Hast du wirklich gut gemacht. Hier, das ist für dich. Das ist reichlich wenig dafür, dass hier niemand verdursten muss. Na schön. Hier, ich lege noch etwas oben drauf. Was krieg ich denn? Hoho, was hast du? Was kannst du verkaufen? Okay, nein. Nein. Oh. 70 Schaden, ist nicht schlecht. 80, oh mein Gott. 30 bis 80. Seelenfänger. Dietrich, ja. Das war's. Oh, 30 bis 80. Ich habe keine Kohle. Ich verkaufe auch nichts. Sag mal, bist du dir sicher, dass wir hier richtig sind? Oh mein Gott. Wolltest du nicht die Klappe halten? Ich meine ja nur, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir noch viel effizienter sein könnten. Ich mach dir mal ein paar Vorschläge, wie ich das meine. Nein, das machst du nicht. Aber... Du machst deinen Mund nur noch auf, wenn du gefragt wirst, verstanden? Das ist eine klare Ansage. Kann man sich nachrichten. Also gut, dann mach erstmal einfach weiter, okay? Ha, mach ich so oder so. Ich will mit ihm Messer werfen. Das geht nicht so mehr, ne? Okay, doch kein Messer werfen. Ich will... Was ist das? Ein Seestern? Ich will einen Seestern. Nein, wir gucken kurz. Wir gucken kurz. Er speichert ja gerade. 3000 irgendwas. Ich kann List. Okay, oder fähiger Taschendiebstahl. Könnten wir... Geist. Geist, ganz wichtig. Ich bin jetzt Magier. Das muss ich machen. Das bleibt mir nichts anderes übrig. Okay, großartig war es dabei nicht. Oh ja, das ist ein Teleportstein. Wieso? Oh, trink mal kurz einen Schlucki Wasser. Gut, gut finde ich das. Ich finde das direkt super. Okay. Was? Oh ja. Die Eingeborenen werden uns überrennen. Der hat ja auch noch so ein Problem. Wie wildes Vieh. Ihre Krieger sind stark und ihre Speere tödlich. Ihre Speer mit. Ja. Ich benötige meine alte Stärke, aber es ist ja Wahnsinn. Zum. Was du da getrunken hast, war Snaps. Snaps. Schnaps. Was du da getrunken hast, war Schnaps. Schnaps? Haben Piraten Bobo vergiftet? Die Piraten trinken das zum Spaß. Piraten, komischer Gutschuss. Bobo will nach Hause. Ja. Ja, das machen wir. Ich nehme den restlichen Fusel besser an mich. Schi. Böses Wasser schlecht für Bobos Magen. Arme Bobo. Selbst die Pflanzen mögen es nicht. Nimm, Gutscho. Gutscho. Ja, ich könnte dich dorthin begleiten. Ich könnte dich zu den Eingeborenen begleiten. Ah ja, du warst ja schon mal in Campa de Kila. Bobo nicht mehr richtig in der Lage, sich selbst zu beschützen. Wäre sehr dankbar, wenn du ihn bringen könntest. Ich kann Bobo bringen. Ja, na dann geh mal. Lass uns zum Lager der Kila aufbrechen. Gut, gut. Du musst wissen, dass viele Spinnen auf Kila unterwegs. Diese Tage sind gefährlich. Bobo froh, dass Gutscho ihn begleitet. Oh, Bobo. Okay, Bobo. Es dürfte nichts mehr passieren. Ich denke, ich habe das schon alle erledigt. Fast alle, aber... Ja, was ist? Karaka, das ganze Gelaufe macht mich drehen im Kopf. Was im Namen der Hike macht ihr Gutschos mit euren Köpfen? Ich fühle mich wie von Horde Gorillas gegessen und ausgeschieden. Ja, du schaffst das. Du packst das schon. Lass uns weitergehen. Puh, wird noch schwerer Marsch. Na gut. Na komm.
Popo. Warum so schnell, Popo? Er bleibt sicher gleich wieder stehen. Ja. Dies ist Wasserstelle der Kieler. Bobo muss machen Pause. Nein. Quatsch. Quatsch nicht. Lass uns weitergehen. Bobo will nicht mehr laufen. Aber gut. Sag Bobo einfach Bescheid, wenn du weiter möchtest. Ich glaube, der Typ pennt uns gleich im Stehen ein. Du weißt ja, ein Arschtritt kann manchmal Wunder wirken. Zu viel Palaver und zu wenig Schlaf. Bobo liebt Pausen. Ja, Bobo, du bist eine faule Sau. So, lass uns weitergehen. Lass uns weitergehen. Na gut, auch wenn Bobos Füße nicht mehr wollen. Du jammerst ganz schön viel. Schon gut. Bobo hält seinen Mund. Gehen wir. Oh no, Mann. Bobo ist echt anstrengend. Und Bobo, was machst du so in deiner Freizeit? Bobo, müde. Oh nee, Bobo. Echt jetzt, der legt sich dahin schlafen? Ohne Spaß jetzt? Oh nee, Bobo. Wieso, Bobo? Was ist da? Ja, was soll ich jetzt machen mit Bobo, hä? Hallo, Bobo. Wie? Ja. Was? Bobo kann nicht mehr. Du, Bobo, tragen. Da, aber sicher nicht. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Gucho ist gemein. Ja, aber bald da in Lage der Killer. Bobo, ein starker Tufer. Aha. Ich werde es schaffen. Ich sehe, wie stark du bist. Hast dich schon mal hingelegt. Ist ja lächerlich, Bobo. Wir sind ja gleich da. Komm. Komm, Bobo, wir sind ja gleich da. Gleich, Bobo, gleich haben wir es. Bobo. Schau. War doch nicht so anstrengend, oder, Bobo? Jetzt bleibt er wieder stehen, oder? Ah, ha. Wir sind da. Dieses Lager der Kieler. Bobo, jetzt gehen schlafen. Aha, war so klar. Ja, was mit Belohnung? Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Bobo beinahe hätte vergessen. Hier hat Gucho Gold. Danke. Nein, ich danke dir, Gucho, dass du mich hast begleiten auf diese Reise. Jetzt, Bobo, gehen schlafen. Okay, Bobo, gute Nacht. Gute Nacht, Bobo. Gut, jetzt habe ich ihn Bobo herbracht und... Was jetzt? Oh, Wasser? Nein, ich brauche kein Wasser. Das ist der Chef, oder? Ja, das ist der Chef. Reden wir kurz mal mit ihr oder mit ihm? Mit ihr? Oha, Gucho. Oha. Ich sehe, dein Geist ist schwach. Hey, nee. Aber du bist reinen Herzens. Wenn du das sagst. Chi. Ich bin Tenya. Gesundheit. Kiki, der Killer. Oh, es ist mir eine Ehre. Du bist also eine Hexe. Du bist also eine Hexe. Chi. Ich Gesundheit. Trage die Macht der Hiki in mir. Oh yeah. Oh yeah. Lass uns mal kurz lass schauen, uns handeln. Was sie hat. Was ist da? Ne, jetzt Minus, immer Minus. Das mag ich nicht. Klingen sicher Minus. Oh, scheiße. Tränke. Ich mag keinen Trank. Auge. Mein Gott. Ja, okay. Euer Häuptling scheint die Piraten unten am Strand nicht gerade zu mögen.
Chi, sie sind uneins mit der Natur. Und von ihren Zungen kommt nichts Gutes. Doch Chaka Hirutu irrt. Die Gutschus sind lediglich kleine Kinder. Nimmt man euch nicht an die Hand, ist euer Handeln unüberlegt. Und wie jedem Kind muss man auch euch den rechten Weg zeigen. Gehen müsst ihr ihn jedoch selbst. Okay. Wie kann ich Hirutu von seinem Plan abbringen, die Piraten zu opfern? Du? Nein, Kucho. Du wirst ihn niemals davon abbringen können. Du bist noch nicht lange hier. Er wird nicht auf dich hören. Warum nicht? Okay, wen muss ich verprügeln, damit er auf mich hört? Mit deinen Fäusten willst du ihn überzeugen? Nein. Du willst Frieden. Also sprich auch Worte des Friedens. Höre. Nur einer der hier aufgewachsenen Tonkas wird ihn überzeugen können. Ich bin nicht hier aufgewachsen. Vereine die Kraft des Panthers, die Weisheit der Schlange und die Geduld des Alligators. Okay. Okay, und was bringt mir das Ganze? Deine Aufgabe wird es sein, mir ein Haar von Tonka Makoto zu bringen. Okay, das mache ich. Unsinn. Da hau ich ihm lieber ein paar auf die Glocke. Sei nicht dumm und errege den Zorn der Kila gegen dich. Du wirst mir das Haar von Makoto bringen und Hirutu wird dich erhören. Mit dem Haar werde ich dir eine Puppe anfertigen. In ihr liegt die Macht der Hike. Makotos Geist und Körper werden dir gehorchen. In seiner Gestalt wirst du unseren Häuptling von seinen Plänen abhalten können. Wir sollen den Häuptling reinlegen? Das klingt nach einem todsicheren Plan. Todsicher, hm? Sage mir, wenn du bereit bist, diese Aufgabe zu erfüllen. Ja, ich mach das. Ich besorge dir ein Haar von Makoto. Chi. Aber bedenke, Makoto wird es dir nicht freiwillig geben. Und woher soll ich dann eines bekommen? Die Früchte der Nacht haben es dir leicht gemacht. Und das heißt jetzt? Im Bett. Bahatis Bett wird dir die Antwort geben, Kucho. Siehst du, ich wusste es. Ich muss dir leider sagen... Halt's Maul, ich will nichts mehr von dir hören. Ja. Dann später vielleicht. Ja, warum nicht gleich immer so? Okay, ich aktiviere jetzt diese Quest. Ich soll ein Haar besorgen. Na, schauen wir da mal. Von überzeugen, dass ich ein paar geht, vielleicht kann ich Kiki mir weiterhelfen. Dann ist die Beraterin, Menschenopfer. Oh no. Habe ich das jetzt überlesen? Aber ganz kurz, schauen wir mal weiter oben. Alvarez. Oh ne, was ist jetzt da? Ah, was ist jetzt da? Jetzt finde ich es nicht. Ah, glaube ich, böses Piraten, glaube ich. Machen wir das so. Unsere Kiki, doch, Kakalakalaka. Okay. Schauen wir jetzt mal. Ja, ich stehe genau davor. Ist das? Das ist es nicht. Was suchst du? Platz zum Schlafen. Ich brauche noch ein Bett irgendwo. Eine Wache. Okay, was ist da? Ja, der Stein. Ich nehme da jetzt nichts weg, sonst verkloppt mich die Wache auch noch oder so. Das wäre nicht so toll. Hey. Okay, dann ist da vielleicht.
Bahadis Bett. Sieh an, eine dunkle Haarlocke. Okay. Das war einfach. Hallo? Ich habe ein Haar von Makoto. Gut. Lass es mich in die Puppe weben. Und jetzt? Hier, nimm sie. Die Macht der Hike liegt in deinen Händen. Und jetzt, yalla, Gucho. Yalla. Wirke Voodoo. Da mach ich. Übernimm Makoto. Mach ich. Ich mach das jetzt da. Übernimm Makoto. Okay, du bist Makoto, gell? Hallo, nein, du bist nicht Makoto. Du bist eine Bank. Wo ist Makoto? Ich sehe ihn nicht. Schauen wir mal kurz ins Inventar rein. Wurde Makoto. Machen wir das. Gehen wir das dahin. Ja. Das wird nichts. Ja, ich muss Makoto finden. Wo ist Makoto? Ah! Ist das nicht der Typ? Ja, ich weiß schon. Entweder der oder der andere. Hallo Makoto, bist du Makoto? Nein, 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 der andere. Der ist... Ah, wo ist der auf der anderen Seite? Rein mal kurz so. Oh, Makoto, ich komme. Hoffentlich. Hoffentlich bin ich jetzt bei Makoto. Na, na, na. Na, 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 na. Du bist Makoto. Nein, du bist doch nicht Makoto. Mein Gott, wo ist Makoto? Makoto, mein kleiner Freund, wo bist du? Ich habe schon keine Ausdauer mehr. Wo ist Makoto? Hallo, wer bist du? Buddy. Wo ist Makoto, Buddy? Ah, oh, es ruckelt, es ruckelt, es leckt. Oh no, es leckt, ich komm da nicht. Oh je, noch ein Teleportstein. Kann man immer brauchen. Eine Truhe. Eine Truhe. Die öffnen wir. Oh mein Gott, warum ist das? Das ist immer nur, wenn ich aufnehme. Es ist. Oh no, wenn ich nicht aufnehme, ist das schön. Alles super, perfekt. Kein Lecken, kein gar nichts. Ja, geht's zurück. Ich bin der Chef. Ich suche Makoto. Na, pass auf, wenn ich da runterspringe, bin ich tot. Aber da steht unten Makoto. Wetten, das ist Makoto? Ich mag aber nicht sterben. Oh no, jetzt darf ich außen rumrennen, oder wie? Okay, kann ich von der Brücke da runter? Oh, nein, ich würd einfach runterplumpsen und dann wäre ich weg. Ach, echt jetzt? Echt jetzt? Gott. Bis ich einmal Makoto finde. Hallo Makoto. Na, pass auf jetzt. Pass auf, Makoto. So, pass auf, jetzt gehen wir. Jetzt Makoto. Chibo, Babalebo, Babalebo, Bubu, Chibo, Tocho, Tocho, Eli, Tocho. Makoto, los. Erkennst du mich wieder? Großes Voodoo, Gucho. Du hast es geschafft. Nicht schlecht, was? Chi. Aber wisse, wer das Fleisch kontrolliert, trägt Verantwortung. Die Hülle des Lebens ist sehr zerbrechlich. Wie geht es jetzt weiter, Bibi? Wie geht's jetzt weiter? Sprich mit Chaka Hiruto. Überzeuge ihn, dass nicht alle Gutschos eine Bedrohung sind. Da du nun den Körper eines Tonka kontrollierst, wird er dich anhören. Na, finde ich supi. Na, schauen wir, ob er es wirklich macht. Hallo. Chaka Hiruto, Makoto möchte mit dir über die Gutschos sprechen. Chi, die Zeit für Karaka ist gekommen. Die Gutschos werden bald geopfert. Ja? Nein, Makoto schlägt vor, vertrauen wir den Gutschos und suchen Frieden. Frieden? Mit den Gutschos? Hiruto zweifelt an Makotos Worten. Hat Makoto nicht vorgeschlagen, die Gutschos zu bekämpfen, wo sie uns begegnen? Die Donkey der Killer werden nicht kämpfen. Die Tonka der Killer werden nicht kämpfen. Makoto mag zwar ein Tonka sein, aber er ist jung und unerfahren. Hirutos Wort ist der Wille der Hike.
Die Tonka werden sich ihm unterwerfen. Aber die Tradition verlangt es, dass ich einem Tonka die Möglichkeit gebe, mich zu überzeugen. Deine Stimme allein ist mir nicht genug. Nenne Hirutu Argumente von 3 weiteren Kila, warum wir nicht gegen die Gutschus in den Krieg ziehen sollen. Ist dieses geschehen, wird Hirutu Makotos Wunsch achten. Vorher nicht. So, die Meinungen der Kila sind Hirutu also wichtig. Oh no. Wenn sie dir 3 Argumente für den Frieden geben, werde ich ihren Wunsch achten. Doch bis dahin ist der Krieg gegen die Piraten beschlossene Sache. Sie alle werden den Hike geopfert. Oh mein Gott, er ist so böse. Okay, jawohl. Was jetzt, hallo? Ohne guten Grund wird den Lager. Ohne guten Grund wird Hirutu seine Meinung über die Gutschus nicht ändern. Uwamba. Chaka Hirutu voller Zorn. Nicht einmal die Worte eines Tonkas besänftigen ihn. Dann höre meinen Rat. Wenn wir Kila den Kampf mit den Gutschus suchen, wird unser Stamm gute Männer verlieren. Und ohne unsere Männer wird unser Dorf schutzlos sein. Das nenne ich weise Worte. Okay, wo ist der Pakalili? Da ist er. Und hier war ja noch. Ixil grüßt Makoto. Ixil. Was denkst du über die Gutschus? Wieso möchte Makoto das wissen? Ich versuche, Hirutu zu überzeugen. Hirutus Sicht der Dinge ist auch meine Sicht der Dinge. Damit kann ich nicht viel anfangen. Taka? Makoto hat nur laut gedacht. Oh, nee. Okay, die Frau da hinten. Nur Frauen nehmen, denke ich. Das ist der Plan. Oh ne, die ist betrunken. Die ist eindeutig besoffen. Oha Makoto, zum Takabahati? Ja klar. Kannst du mir etwas Gutes über die Gutschus sagen? Warum Palaver in Sprache der Gutschus? Ich möchte den Gutschus helfen. Ja. Ich möchte den Gutschus helfen und lernen ihr Palaver. Uwamba mea Tosheka. Hike sum Kapo. Du wollen wissen, was ich denke von Gutschus? Ja. Bahati denken, dass wir genug andere Probleme haben. Überall Mortau und Spinnen. Es wäre besser, wenn wir uns mit den Gutschus verbünden würden. Ja. Siehst du? Und jetzt nehme ich noch... Bobo. Bobo, wo ist Bobo? Oder? Oh ja, Bobo. Ich denke, Bobo hat... Der Bobo macht es. Bobo, wo bist du? Er schlaft sich irgendwo. Weil ihm... Na, ich brauche Bobo. Oder? Was sagst du? Makoto. Dieser Tonka hat zu tun. Kamil, keine Zeit für kleinen Tufa. Ei, hey, hoa, hoa. Wie hast du mich genannt? Kleiner Tufa, weil deine Füße 2 linke sind. Du wirst niemals ein wahrer Tonka sein. Du wirst müssen mehr Maloche, wenn du die Hika an deiner Seite willst. Oh nee, das probieren wir jetzt. Du schuldest mir noch Gold. Ich schulden Makoto kein Oro. Wenn du nicht bald gehst arbeiten für eigenes Oro. Ich sehe nicht, wie du willst überleben, kleine Muleke. Einen Versuch war's wert. Was hältst du davon, die Gutschus zu opfern? Große Bambule mit Gutschus? Nein, das ist dümmste Idee, die jemals deinen Mund verlassen hat, Makoto. Aha. Vielleicht hast du recht. Chi, natürlich habe ich recht. Makoto kann noch viel von Kami lernen. Die Hike helfen nur denen, die sich selbst helfen. Sie werden uns keinen Frieden bringen, wenn wir nicht machen ersten Schritt. Genau wie sie werden dir kein Glück bescheren, wenn du nicht anfangen mit Maloche. Das könnte hilfreich sein.
Das finde ich toll. Wir haben es geschafft, Leute. Das ist wieder ein extrem langer Part. Wer schaut sich sowas an? Bei mir niemand. Warum? Warum? So, die Meinungen der Kieler sind Hiruto also wichtig. Chi, wenn sie dir 3 Argumente für den Frieden geben, werde ich ihren Wunsch achten. Okay. Bahati sagt, von den Spinnen geht eine viel größere Bedrohung aus. Die Kieler werden untergehen, wenn wir nicht auf sie achten. Tawonga, Hiruto hatte das nicht bedacht. Das ist allerdings noch nicht genug. Na warte. Such weiter. Warte. Tenya sagt, wir Kieler werden beim Kampf gegen die Guchos viele Männer verlieren. Moleke werden schutzlos sein, wenn sie nicht mehr sind. Chi, der Schutz unseres Volkes ist wichtig. Das sollte ich bedenken. Ich hoffe, du hast noch mehr, denn sonst ist mir das zu wenig. Hey. Kamils Meinung ist, dass die Ahnen nur denen helfen, die sich selbst helfen. Ihre Hilfe zu erflehen, wird sie nicht dazu bringen, uns beizustehen. Das ist wahr. Doch ist das noch nicht genug? Nein, keinen Kampf. Chi, du hast Hiruto überzeugt. Ein Kampf gegen die Guchos ist unter diesen Voraussetzungen eine schlechte Wahl. Danke, Makoto. Geh nun wieder auf deinen Posten. Ich muss mich nun weiter meinen Aufgaben widmen. Okay. Ich krieg auch noch Gold von ihm, weil ich ihm, weiß ich nicht, ihm befohlen habe, sozusagen. Also, naja, nicht befohlen. Egal. Ohne Palaver. Palaver Oma. Du weißt, was zu tun ist. Okay, ich habe eh Palaver Konobo noch. Ich habe das gemacht. Und ich werde mich wieder ich. Also, jetzt muss ich es leider doch loswerden. Was denn? Ich beobachte deine Art, die Dinge zu regeln, ja schon eine ganze Weile. Ich muss sagen, ich bin froh, dass du dich mir angeschlossen hast. Ach was, ich habe mich dir angeschlossen, sagst du? Ja, du bist ein feiner Kerl. Mach ruhig so weiter, dann wirst du es noch sehr weit bringen. So, das musste ich einfach noch sagen. Er ist zwar ziemlich nett, aber er geht Sambule, Gujo. Hey, du nicht. Du verstehst. Ja, ich verstehe. Ich verstehe dein Palaver. Okay. Jetzt, wo ich das getan habe, rede ich kurz noch so. Und was machst du so? Und was machst du so? Ich bin die Weisheit der Kieler. In meinen Träumen verbinde ich unsere Welt und die Welt der Hike. So ging es viele Nächte, Sommer und Winter. Und jetzt sprechen sie nicht mehr zu dir? Sie schweigen. Selbst das Orakel hat uns bisher nicht geholfen. Meine Träume sind dunkel. Und unser Dorf ist im Untergang geweiht. Die Schatten sind gekommen. Es wundert mich, dass ich hier noch keine getroffen habe. Jedenfalls noch nicht. Sie sind nahe. Ja. Zu nahe für meinen Geschmack. Du füllst dich bereits mit einer Magie. Das ist gut. Sie wird deine Waffe sein. Aha. Ja. Erzähl mir von dem Orakel. Das Orakel ist weise und sehr alt. In Zeiten der Unruhe fragen wir es um Rat. In Zeiten wie diesen? Sie. Wir haben es auch versucht. Doch Margolot hat unsere Audienz bisher verweigert. Sie hat sich eingeschlossen in ihrer Höhle aus Fels und Stein. Aber genug davon. Wir sollten nicht weiter über das Orakel reden. Die alte Margolot sieht und hört alles. Sie ist schnell erbost, wenn man über sie spricht. Die würde ich gern mal kennenlernen. Unterschätze nicht die Macht des Orakels, Gucho. Wenn sie dich in ihre Fänge bekommt, frisst sie dich bei lebendigem Leibe. Margolot ist weise, sehr besonnen und freundlich. Jedoch kann sie auch kalt und sehr grausam sein. Verstehe. Okay, wir lassen das jetzt da. Hey, das war ein langer Part. Es ist bestimmt schon, ich weiß nicht, 30 Minuten? Locker, oder?
Ich habe jetzt keine Uhr da bei mir. Bouncy, wie lang war das jetzt? Ungefähr. Hör mal, es geht mich ja nichts an, aber vielleicht solltest du versuchen, in Zukunft weniger bösartige Dinge zu tun. Ich fürchte, wenn du so weitermachst, wirst du noch schneller zum Schergen, als dir lieb ist. Ja, ehrlich gesagt, das will ich auch. Das will ich, ja. Ich will das. Schauen wir mal ganz kurz, was bin ich gereizt, oder? Haha, okay. Ja, wir haben 3000, wir brauchen nochmal 3000. Ich möchte jetzt endlich Nahkampf. Ich spare mir das jetzt auf, bis ich Nahkampf machen kann. Das wäre cool, ne? Das wäre cool. Okay, ne, ich sag... Freunde, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, mir zuzusehen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Ein Kommentar. Irgendwas. Leute, macht's gut, danke. Tschüss.